Hallo und herzlich willkommen zurück im verschneiten Winter hier in Old King's Castle bei die Siedler, das Erbe der Könige. Wir müssen uns jetzt hier um einiges kümmern. So, und zwar brauchen die Leute hier natürlich auch alle Bauernhof und ein Haus. Jupp. So, hier bei der Schwefelgrube natürlich auch. Könnt ihr nicht mal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Ja! Die freuen sich schon immer, dass sie arbeiten dürfen. Sicher dann. Ach, schaut mal, wir haben hier noch einen Siedlungsplatz. Oh, hier hinten scheint es noch interessant weiterzugehen. Das müssen wir auch mal noch erkunden. Ein bisschen genauer. So, wie sieht's aus? Haben wir hier... Ich glaube, hier wird noch erforscht, oder? Nein, wir haben ja erst gebaut. Wir müssen noch erforschen. Okay. So, dann erforsche ich mit dem Leibeigenen vielleicht hier schon mal noch die Gegend. Und wir reden jetzt mit Dario mal hier mit dem Bergmann. Wenn ihr Schwefel sucht, oben in der Nähe vom Schloss gab es früher eine alte Mine, aber die wurde verschüttet. Und angeblich hat so ein verrückter Erfinder noch ein paar Vorräte, aber ansonsten schwierig. Da müsst ihr schon gut suchen. All eure Dankeschön, sind Minenarbeiter. Oh, schaut mal, hier ist noch Eisen. Noch Obdachlose sind. Wo ist Pilgrim? Alle Bauernhöfe Pilgrim, wir brauchen dich. Einige Siedler haben nichts zu essen. Einmal hier eine was abwerfen. Und hier ist eine Abtei auch noch. Ist ja auch ein Priester vielleicht. Nicht, dass ich das sehen würde direkt. Ja. Dann darf der mal hier noch ein bisschen weiter erkunden. So, ihr müsst noch ein Haus hier hinsetzen. Nichts lieber als das. Und wir brauchen noch viel mehr Leibeigene. Vor allem die auch mal alle Lehm abbauen. Hier hinten haben wir ja Lehm. Das wäre ganz gut, wenn wir da jetzt erstmal ordentlich Lehm noch abbauen können. Genau, hier ist erstmal gebaut. Ihr dürft Holz hacken. Und ich bin fertig hier. Bisschen noch auf Lehm vielleicht. Wird erledigt. Ah, nee, da kommen wir noch nicht hin. Okay. Sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Gibt's hier? Ach, hier gibt's doch auch Lehm. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun, ich war gar nicht da. Ist ja ich war gestern gut. Nämlich bei dieser netten Lichtung und habe Holz gefällt. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, dass du Holz gefällt hast. Ja. So, ich will noch mal hier rüber schauen. Und dann bauen wir hier noch eine Eisenmine. Ja. Im Eisenschacht, den wir gefunden haben. Perfekt. Und wir sind schon fast an der Grenze hier. Das heißt, wir müssen auch gleich noch das nächste Dorfzentrum bauen. Und natürlich hier einmal die Ziegelhütte. Ja. Die brauchen wir auch noch. Und das Sägewerk. Ist in Ordnung. So, du darfst gleich hier nochmal helfen. Nee. Mach ich nicht. Doch, aber machst gern. Du. Dario, du darfst hier nochmal hier runterlaufen. Da ist auch noch jemand, mit dem man sprechen kann. Schaut mal, hier ist auch noch ein kleines Brunnenhaus. Ah, wusste ich's doch. Und noch ein Steinbruch und noch Lehm. Gute Arbeit, Pilgrim. Gut. Du darfst wieder hier zum Verteidigungstrupp zurückkehren. Hier noch eine zweite Inshallah. Falle legen. So wird es gehen. Ein Sägewerker beginnt mit der Arbeit. So, jetzt fehlt uns Lehm. Ja, als hätte ich es nicht gewusst. Natürlich. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Es gibt nicht genug zu essen. Ja, wir schicken die hier nochmal auf Lehm. Aber gern. Perfekt. So, hier hinten war noch einer. Der darf auch nochmal da vorne hinlaufen. So, und langsam, jetzt haben wir schon keine Plätze mehr frei. Das heißt, jetzt bringt uns gar nicht der Steinbruch irgendwas. Das heißt, entweder wir tun jetzt hier unser Dorfzentrum einmal ausbauen. Ne, dafür brauchen wir die Bildung. Deswegen werden wir jetzt erstmal hier diese Siedlung aufbauen. Ja, ist gut. Hier standen früher mal tolle Verteidigungstürme.
Wenn die in Aktion waren, kam kein Feind mehr den Weg hier durch. Ha, das war noch Zeiten. Damals. Einer eurer Arbeiter steckt in Schwierigkeiten. Das war noch Zeiten. Feinde. Was ist jetzt hier los? So soll es sein. Rückzug, verdammt. Ja, woher kommen die plötzlich? Arbeiter beginnt seine Arbeit. Ey, bleibt hier stehen. Es gibt zu wenig Betten in eurem Dario? Es gibt nicht genug zu essen. Wir brauchen dich. Ja, sehr wohl. Ja, ist gut. Lauf mal dahinter. Angriff! Wollen die nicht vielleicht einfach ein Haus hier angreifen? Ihr habt es so gewollt. Erik, zeig mal, was du kannst. Da haben wir gleich einige erledigt. Die kamen von hier. Damit habe ich nicht gerechnet. Abdelgrim ist auch schon da. Sehr schön. Da steht sie schon. Bauen wir hier noch eine Kanone auf. Erik bekämpft jetzt hier noch. Dario steht mal wieder dumm in der Gegend rum. Ach verdammt, das sind noch mehr Feinde. Ja, die haben jetzt wieder unsere Leibeigenen erledigt. Das habe ich auch nicht gesehen. Dario? Ja. Lauf mal hier nach Norden, bitte. Pilgrim? Ja, ist gut. Wie viele kommen denn da bitte und von wo? Ich dachte, die kämen von hier unten. Salim Euer steht hier auch nur sinnlos herum. Von wo kommen die? Vor allem hier geht's ja noch weiter, sehe ich gerade. Vielleicht sollten wir die hier mal ein bisschen verfolgen. Für die Ehre! Einer eurer Helden wird angegriffen. Eure Arme. So, Salim, helf mal ein bisschen mit. Dario, du gehst auch mal hier hin. Da haben wir leider direkt mal einige Leibeigene verloren, aber ich meine, die sind ja billig. Nein, das ist schon schlimm, wenn man solche Leibeigenen hier verliert. Das macht einen schon fertig. Aber gern. So, wie sieht's aus hier? Schafft ihr das, gegen die Feinde zu bestehen? Männer. Ich denke schon. Auch ohne Ari und Helias seid ihr da gute Kämpfer. So, einer ist übrig, der ist jetzt auch noch Geschichte. Jetzt erkunden wir hier nochmal kurz, was hier noch ist. Dann müssen wir, weiß ich nicht, so gut ich kann, hier irgendwo bei da drüben lieber vielleicht hier die Verteidigung aufbauen. Oh, schaut mal. Wie ihr wünscht. Hier. Mit Freude. Was treibt euch denn hier in die Gegend? Ich bastel gerade an neuen, tollen Maschinen, aber momentan will mir einfach nichts gelingen. Armer Leonardo. Aber wenn ihr braucht, ich habe etwas Schwefel über. Wollt ihr es haben? Ich verkaufe euch was. Also eigentlich haben wir ja selbst den Schwefelschacht, deswegen ist es jetzt nicht so interessantes Angebot. Es gibt so, wir positionieren uns mal hier und Dario darf vielleicht nochmal Richtung Süden, falls dann die Feinde doch ein bisschen von der anderen Seite kommen. So, Bauernhof und Lehm abbauen, bitte. Hier dürft auch nochmal Lehm abbauen, aber wir haben leider nicht sehr viel Lehm hier im Angebot. Das ist nicht so die Menge. So, gleich können wir hier nochmal eine Kanone aufstellen. Das kann kein Ungläubiger besser. Es ist Zahltag. Wir bräuchten jetzt vor allem hier Verteidigungstürme. Pilgrim, ich will gleich deine Kanone einmal bereit haben, bitte. Na komm. Fertig. Na komm. Das haben wir gleich. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Ja, das ist mir auch bekannt. Da fällt mir ein, ich muss forschen. Freunde, ich habe vergessen zu forschen. Machen wir gleich mal weiter hier. Also wir müssen eigentlich jetzt relativ schnell eine Maschine bauen, unsere Wettermaschine bauen, dass wir hier Sommer machen. Dann können wir ganz in Ruhe unsere Wirtschaft aufbauen. Sonst haben wir nämlich die ganze Zeit hier die Angriffe der Feinde. Und ich weiß nicht, wie lange das nur unsere Helden hier abwehren können. Das kann ich schlecht sagen. Wir haben jetzt hier mal im Westen ein bisschen aufgestellt. Ich glaube, wir haben das Wichtigste hier in den Gebieten erkundet und entdeckt. Hier unten war, glaube ich, nichts außer ein bisschen Wald. Und hier war eben dann der Steinschlag. Unsere Helden können leider nicht mehr allzu viel für uns machen. Ich hab getan, was ihr wolltet. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Ja.
Eins nach dem anderen, Freunde. Eins nach dem anderen. Ja, wie immer haben wir am Anfang unsere Leben Not. Da fällt mir ein, wir können wieder ein paar Leibeigene uns leisten. Die dürfen dann auch nochmal darüber gehen und noch ein bisschen Leben abbauen. Aber gern. So. Ich meine, die restlichen Rohstoffe werden wir auch noch zur Genüge brauchen. Wird angegriffen. Ach verdammt, jetzt werden hier auch schon die Arbeiter angegriffen. Ja gut, die sind dann wohl tot und Geschichte. Ja, unsere Eisengrube ist dann auch nicht so sicher. Verdammt. Damit habe ich nicht unbedingt gerechnet, dass hier im Süden auch noch Angriffe kommen. Wollen die jetzt hier echt unsere Gebäude angreifen? Meister, ich glaube ja. Zieht euch mal zurück, bitte. Vorliegt. Zieht euch mal hier zurück. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Wir können es nämlich noch keine besseren Türme bauen. Nicht genug Wohnhäuser durchlaufen. Kein Problem. Vielleicht. Ja, die verschwinden wieder. Wir haben Glück gehabt, glaube ich. Und wir haben wieder Leibeigene verloren. Ist in Ordnung. Naja, das passiert. Es gibt auf jeden Fall hier einiges an Steinen. Ach, schaut mal an, hier ist noch ein Eisenschacht, aber wir haben ja eigentlich jetzt erstmal genügend. Und der wird schwierig zu verteidigen sein, weil da auch immer Feinde kommen können. Natürlich. Deswegen gehe ich jetzt hier schon mal noch auf Stein. Nein, und vielleicht nochmal ein bisschen auf Holz. Der Feind attackiert eure Siedlung. Ach verdammt, die greifen jetzt hier echt noch den Bauernhof an. Ah, und wir können noch keine Verteidigungstürme bauen, Freunde. Wo ist die Hochschule? Ja, wir müssen eins nach dem anderen sowieso erforschen. Ich meine, wir könnten Pilgrim da mal hinschicken. Aber, puh, das wird eng. Gegen so viele zu kämpfen, weiß ich nicht, ob er das schafft. Ja, ist gut. Und hoffentlich fehlt er uns dann nicht hier, wenn wir uns verteidigen müssen. Da werden sie schauen, die Schakale. Das wird sich dann zeigen. Den Bauernhof hier, den haben wir leider ein bisschen umsonst gebaut, den verlieren wir. Oh mein Gott, da kommen ja immer mehr. Wie ihr wollt. Vielleicht lasse ich mal Eric noch mitlaufen. Ja, Milord. Gut. Der will doch jetzt nicht über diesen See da... Oh Gott, der will über den See marschieren. Ja? Eric, bleib du mal da. Jetzt kommen hier... Da waren doch gerade Feinde, oder? Betrachtet die Sache als erledigt. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Ja, der Bauernhof ist Geschichte. Ich glaube nicht, dass wir das hier unten erstmal fürs Erste halten können. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Wo laufen denn die Bergmänner hin? Hallo? Das sind Feinde. So, hier, Lehm ist schon weg. Natürlich, kein Problem. Dann holen wir uns hier den Lehm noch einmal. Und da wir so Lehmprobleme haben, vielleicht noch eine zweite Ziegelhütte. Ja. Dann auch gleich noch eine Schmiede, ganz wichtig. Wenn's denn sein muss. Und dann müssen wir weiter forschen, und zwar schnell. Ja, hier fehlt noch kurz etwas. Schaut mal, hier unsere Eisengrube, sie haben sie in Ruhe gelassen. Ah, die warten nur kurz. Die rücken hier langsam vor anscheinend. Ja. Oh mein Gott, jetzt kommen sie hier schon wieder mit 4 Einheiten, die sie hier schon haben. Da können wir unsere Bergleute leider nicht beschützen. Ah, ist das ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. So, Wehrpflicht wird erforscht. Wir müssen auch Truppen ausheben. Perfekt. Beginnt mit der Arbeit. Die Schmiede. Alchemistenhütte, ganz wichtig. Ganz wichtig. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Es gibt nicht genug zu essen. Haben wir hier noch ein paar Leibeigene irgendwo? Ist das nicht wundervoll hier? Ah, hier. Oh. So, wir müssen hier die Infrastruktur noch ein bisschen besser ausbauen. Ja, da wird sie leider zerstört, unsere Eisengrube. Ich hoffe nicht, dass sie hier bis zur Schwefelgrube vorrücken. Das wäre sonst nicht sonderlich. Kann ich jetzt Feierabend machen? Gut. Ein Alchemist beginnt seine Arbeit. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Ja, ich baue gleich den nächsten Bauernhof, meine Freunde. Sofort. Dauert halt immer ein bisschen. Weil wir kein Lehm haben und Holz ist langsam auch recht knapp. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Oh, da, unsere Eisengrube. All eure Wohnhäuser sind belegt,
Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Ja. Gebt acht, euer Dorf wird angegriffen. Ja, das weiß ich auch. So, wir müssen unsere Festung auch ausbauen. Das kostet auch wieder Leben. Sonst können wir hier nicht weiter forschen. Aber erstmal die Universität vielleicht. Meister, baut mehr Bauernhöfe. Ja, das war's dann mit dem Leben. Das ist schlecht. Dann gehen wir jetzt mal sehr stark auf Stein, obwohl da haben wir eigentlich echt viel. Natürlich. Gehen wir mal noch ein bisschen mehr auf Holz hier. Aber Stein werden wir auf jeden Fall ganz viel brauchen, wenn wir Verteidigungstürme später mal bauen wollen. Ja, und jetzt wird hier noch das Haus natürlich zerstört. Vielleicht sollten wir unsere zwei Leibeigenen hier einmal noch hoch zurückziehen. Jupp. Euer Dorf wird angegriffen. Und vielleicht auch schon mal hier einen Aussichtsturm bauen, so als Verteidigungsstellung. Natürlich. Ist in Ordnung. So, erstmal wieder ein bisschen was eine Verwechslung vorliegt. Gebaut. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Solltest du das nicht. So, was brauchen wir hier? Laboratorium. Okay, und für das Laboratorium brauchen wir die Metallurgie. Das heißt, wir müssen jetzt sehr schnell Richtung Metallurgie. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser. Da brauchen wir noch die Festung. Okay. Das heißt, wir brauchen mehr Lehm. Wie sieht's denn hier aus? Habt ihr alle? Ihr habt alle. Ne, einer hat kein Haus. Das ist schlecht. Ach, hier ist doch noch Lehm, Freunde. Da ist doch noch Lehm. Natürlich. Ganz versteckt hier hinten. Ihr dürft mal alle noch schnell Lehm. Schon mal daran gedacht, ein paar Betten mehr zur Verfügung kloppen. Zu stellen? Ich habe nämlich keins. Ja, das tut mir leid. Das machen wir dann alles, aber ich muss mich jetzt hier erstmal um unser Lehmproblem kümmern. Und wir bräuchten dann auch relativ schnell die Technologie, um den Turm zu verbessern, weil wenn die hier aus dem Süden auch vorrücken und dann hier auch noch. Mich wundert es ja, dass da jetzt von Westen keine Angriffe gerade mehr kamen. Ja, aber wir müssen jetzt hier die Festung verbessern. Dafür fehlt uns noch ungefähr 100 Lehm. Wir können 5000 Taler und 1000 Steine zahlen, um das Old King's Castle in alter Pracht wieder auferstehen zu lassen. Das ist jetzt nicht so wichtig. Zahlt dem Bürgermeister die 2000 Taler. Weiß ich nicht, ob wir das jetzt schon machen müssen. Und kauft bei Leonardo 2000 Schwefel für 1500 Taler. Ja, wir haben ja unsere eigene Schwefelgrube, wenigstens derzeit noch. Ihr habt nicht genug Lehm. Jetzt haben wir genügend Lehm, mein Freund. So, und hier wird jetzt nochmal ordentlich Lehm auch gehackt. Sehr gut. Wir brauchen auf jeden Fall viel mehr Häuser, das habe ich jetzt schon gelernt hier. Hier müsste alles gut sein, die haben Häuser und Bauernhöfe. Hier steht noch eine schöne Abtei. Haben wir ja schon vorhin gesehen. Und... Fertig! Was ist fertig? Ach so. Ja, ihr dürft... Ach, hier oben sind ja auch noch so Aussichtstürme, aber leider nur Aussichtstürme. Gebt acht, euer Dorf. Aber wir werden echt jetzt schon angegriffen. Wo denn? Sind die jetzt schon hier hochgerückt? Dann schicke ich vielleicht doch mal Eric dahin. Sofort. Der da darf dann da ganz alleine verteidigen? Ich weiß nicht. Aber ich habe Angst, dass jetzt hier ein großer Angriff kommt. So, hier bräuchten wir die Zahnräder. Vielleicht erforsche ich erstmal schnell noch dann die Zahnräder. Dass wir wenigstens hier ein paar Türme verbessern können. Wir haben ja genügend Stein, daran liegt es ja nicht. Dann wird jetzt erstmal das Zahnrad erforscht. Das Problem ist wahrscheinlich, die haben... Ja, die haben alle kein Haus. Das ist schlecht. Leibeigene. Hier, baut mal hier unten noch ein Haus, bitte hin. So, gleich haben wir unsere Festung. Und dann wird jetzt das Zahnrad direkt erforscht. Perfekt. Und... Ich werde mal... Kein Problem. Hier auch noch ein Haus hinbauen direkt. Und ein zweites Haus vielleicht noch dann hier. Ja, ja. Das sollte dann erstmal reichen. Und dann schauen wir mal weiter für die Infrastruktur. Das ist auf jeden Fall wichtig, dass wir schnell die Zahnräder erforschen und danach so schnell es geht zur Metallurgie vorrücken. Das Wohnhaus ist direkt mal fertig. Dann brauchen wir wahrscheinlich immer noch ein paar Plätze. Drei Stück haben immer noch kein Haus.
einige Siedler. Dann baue ich hier vielleicht noch ein weiteres Haus. Zum Nächtigen. Da können ja die Leute trotzdem noch ganz gut hinlaufen. Gedacht, euer Dorf wird angegriffen. Verdammt, da kommen sie schon. Erek. Ja, ja. Los, Erek. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ja. Folgt mir, Brüder. So, wie komme ich da jetzt hin? Ich muss da jetzt ordentlich Schaden machen. Jawohl, Herr. Die müssen jetzt alle auf mich da gehen. Auf in die Schlacht. Oder kommen noch mehr? Wie ihr wollt. Hoffentlich überlebt das Erek. So soll es sein. Folgt mir in den Kampf. Ha! Jawohl, so da haben wir auf jeden Fall einige gleich erledigt. Ja, Milord. So, jetzt muss ich hier Erek zurückziehen. Sonst schafft er das nicht. Natürlich. Diese Aussichtsturm. Wir brauchen jetzt die Zahnräder, aber... Ihr habt nicht genug. Oh, 72%. Ich hab getan, was ihr wolltet. Komm, den einen Hauptmann kannst du noch erledigen, Erek. Euer Dorf wird angegriffen. Du hast das schon gut gemacht. Jupp. Kein Problem. Jetzt sieht's auf jeden Fall schon viel besser aus. Wie sieht's mit unserer Technologie aus? 82%. Oh, los, schneller. 87. Forscht, was ihr könnt. Na los. 95%, jetzt haben wir es gleich. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Jawohl, gleich mal die Türme hier verbessern. Wohnhäuser durchlaufen. Zack. Also hier sollten wir jetzt erstmal gesichert sein gegen die Feinde. Vielleicht noch einen weiteren Turm bauen. Wo habe ich denn die alle hingeschickt, die Leib? Ach, die habe ich da drüben hingeschickt, oder? Ausbau vollbracht. Ja. Feinde greifen eure Häuser an. Ja, Erek hält hier ganz gut durch. Vielleicht können wir das Wohnhaus noch retten. Ausgebaut. Wenn wir heute Abend Feierabend haben, gehen wir alle gemeinsam eintrinken. Und ich wette, Ari säuft Kerberos wieder unter den Tisch. Ari säuft Kerberos unter den Tisch. Was? Nein, nicht das kleine Wohnhaus. Das muss gerettet werden. So, wir müssen ja hier noch weiter erforschen. Legierungen bitte. Erek steckt auch sehr gut ein, muss ich sagen. Feinde haben einen Held attackiert. Der darf gleich mal wieder Aura der Stärke für sich machen. Erek verteidigt hier einfach alleine mit dem Ballisterturm hier zusammen. So, Erek, jetzt kümmere dich nochmal um die Bogenschützen, bitte einmal. Schaffst du, denke ich, auch ganz gut. In der Zeit haben wir hier eine ordentliche Verteidigung. Und die Leibeigenen dürfen dann vielleicht mal hier das Ganze reparieren. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Natürlich. So. Ich weiß nicht, wo die hinwollen, die Bogenschützen. Die laufen hier einfach weiter. Was soll das? Angriff! Ausbau. Ach, hier ist auch noch Schwefel, aber ich glaube, wir müssten erstmal hoffentlich genügend Schwefel haben. Ich hoffe nicht, dass ich mich da verrechnet habe. So, Erek, hast du es jetzt mal geschafft? So soll es sein, wie ihr wollt. Ich glaube, wir haben die Feinde jetzt besiegt hier erstmal. Ah, hier ist 1200 Schwefel, perfekt. Das kostet zusammen 800 Schwefel, das ist also kein Problem. Genau, hier müssen wir noch warten, bis die Technologien vorhanden sind. Genau, hier wird Legierungen erforscht, danach noch die nächste Technologie und dann passt das. Dann konnte Erek hier erstmal alles verteidigen und immerhin gehört uns noch die Schwefelgrube. Die Frage ist, woher... Kommen die hier auch über den Fluss? Oder kommen die von woanders? Das weiß ich nicht. Geschafft. Auf jeden Fall ist hier erstmal eine ordentliche Verteidigung. Da brechen die nicht so leicht durch. Würde ich jetzt mal einfach behaupten. Vielleicht hier noch einen weiteren Turm. Weiß ich nicht, wie nötig das ist. Ob wir die Ressourcen ausgeben sollen. Aber sicher ist sicher. Am besten wäre es hier hin, aber da passt er leider nicht hin. Dann bauen wir halt noch da hinten einen weiteren Turm hin. Dann darf sich Erek nochmal zurückziehen hier. So soll es sein. Denn jetzt könnten gleich hier Angriffe drohen. Legierungen sind fertig, dann direkt die Metallurgie. Sehr schön. Perfekt, perfekt. Ja, so langsam wächst auch unser Dorf ordentlich. Wir haben jetzt auch schon... Ach, eine Steinmetzhütte könnten wir noch bauen. Wartet mal. Ich glaube, hier kommen gerade Feinde irgendwo. Vorsicht jetzt! Geht nicht zu nah dran! Ach, das ist dieser... Betrachtet die Sache als dieser Bogenschütze,
Der hat es den ganzen Weg... Ja. Ist er da einfach durchgelatscht. Und wir haben ihn nicht gesehen, weil er sich zurückziehen wollte. So, einmal hier noch verbessern und ihr dürft euch mal... Ja, ihr dürft euch da hinten zurückziehen. Interessant. Na gut, dann hat er eben überlebt, dann soll er sich freuen. Okay, hier sieht's gut aus. Irgendwo sind noch Bauernhöfe nötig. Aber alle Bauernhöfe sind schon voll. Ausbau vollbracht. Okay, dann bauen wir nochmal einen Bauernhof. Braucht ihr einen? Ja. Bauen wir hier nochmal einen Bauernhof, einen zweiten. Wenn's denn sein muss. Denn wir brauchen eigentlich auch noch eine Steinmetzhütte. Passt die hier irgendwo? Die passt doch hier ganz gut noch hin. Gern. Sehr gut. Nein, ach geht doch weg. Wird erledigt. So. Dann haben wir das erstmal alles delegiert. Nichts mehr. Wir haben alles abgebaut. Ja, jetzt ist der Lehm weg, aber jetzt können wir uns um unser Holzproblem kümmern. Passt also auch. Ah, hier können wir auch schon mal die Grubschmiede verbessern. Genau, und hier haben wir auch schon das nötige Eisen und den Stein. Es fehlt nur die Technologie, dass wir das Ganze verbessern können. Aber gern. Wir sammeln noch. Siedler haben keinen Platz zu. Ja, gut. Drei Stück, die kein Haus haben. Schon mal daran gedacht, ein paar Betten mehr zur Verfügung zu stellen? Ich habe nämlich. Dann bauen wir vielleicht hier irgendwo noch mal ein Haus hin. Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Ja, ist ja gut. Jetzt ist doch schon ordentlich versorgt alles. Dann bauen wir doch hier auch direkt mal noch die Zitadelle. Zahltag. Ausbau fertig. Und die Alchemistenhütte. Tritt in eure Dienste. Ja, 83, 85, das ist gleich fertig, das Ganze. Sehr gut. ...90%. Wunderbar. Es gibt nicht genug zu essen. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Dann bauen wir eben noch einen Bauernhof. Weil wir es so gut können. Was würde ich jetzt geben für ein warmes... Die machen hier aber auch irgendwie einen interessanten Weg. Ich komme von da oben, von dem Dorfzentrum. Schon mal daran was würde ich jetzt geben für ein... Ach ja, der Schmied. Der Schmied, die brauchen natürlich auch wieder Platz. Die brauchen auch nochmal einen Bauernhof. Euer Dorf steht unter Beschuss. Es gibt zu wenig. Oh, da kommen die Feinde. Ich werde mich darum sorgen beim Kalifen. Auf sie! Angriff. So kommt ihr uns nicht davon, räudige Hunde. Wo ist Erik? Erik, komm. Sofort. Natürlich. Auf in die Schlacht! Pilgrim, bau deine Kanone Achtung auf. Mit der Kanone jetzt. Salim, Falle stellen bitte. Gebt acht, die Falle ist aufgestellt. Pilgrim, kümmere dich bitte um die Kanone hier. Alle Bauern. Ario, sorge dafür, dass die Feinde fliehen. So, Erik, vorwärts. Folgt mir in den Kampf. Ja, ich sag doch, das kriegen wir alles verteidigt. Kein Stress. Die Leibeigenen dürfen das Dorfzentrum mal wieder verbessern, aufbauen hier. Angriff! So, die Kanone ist auch gleich mal erledigt. Für die Ehre! Dann kümmern wir uns hier nochmal um die paar Bogenschützen. Schaut mal, die ziehen sich nämlich hier zurück. Dann könnten die uns wieder hier vielleicht angreifen. Das ist so der Weg, den sie anscheinend marschieren. Nix mehr da. Kann ich dann jetzt gehen? Natürlich. Das Gebäude ist nun ausgebaut. So, jetzt haben wir eine Zitadelle. Und haben die nötige Forschung. Ach, hier ist der Stein weg. Haben wir hier nirgendwo mehr Stein? Hier hinten ist doch noch Stein. Natürlich. So, wunderbar. Dann würde ich sagen, sind wir erstmal am Ende dieser Folge angekommen. Wir können... Ja, ist ja gut. Wir können dann sicherlich bald den Wetterumschwung machen. Wir müssen halt noch den Wetterturm bauen. Dann können wir in Ruhe unsere Wirtschaft hochziehen und eine Armee ausheben, um weiter hier gegen die Feinde vorzurücken. Also, bis zum nächsten Mal. Alles Gute wünsche ich euch. Ja. Euer Gaius Julius Caesar. Ausbau voll.